Servus YouTube und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zur Preview, beziehungsweise ich denke mal, man kann das Ganze auch als nullte Folge bezeichnen, des FC Bayern München Karrieremodus. Für die Leute, die sich immer noch fragen, Dennis, mit welchem Verein startest du in FIFA 17 die beiden Karrieren? Für die Leute, die das Ganze immer noch nicht geblickt haben, obwohl ich es so oft in Videos oder in den Kommentaren oder bei Instagram oder bei Twitter oder weiß ich nicht wo, bei MSN und ICQ wahrscheinlich auch noch, überall gesagt habe, dass das Ganze mit Bayern und mit Liverpool starten wird. Jetzt auch nochmal für die Leute, die das Ganze nicht geblickt haben. Wir starten mit Bayern und Liverpool in FIFA 17 rein, was die Karrieren betrifft. Und daneben gibt es dann natürlich auch noch The Journey. In diesem und auch im Video später zum FC Liverpool will ich einfach noch so ein paar Dinge klarstellen. Vielleicht auch mal eure Meinung haben zu gewissen Dingen, wie als Beispiel Transfers, Formationen, Spielerverkäufe etc. etc. Was ihr eben von diesen Dingen haltet, welche Meinung ihr dazu habt, welchen Spieler wir eben kaufen sollen, welche wir verkaufen sollen, welche Formationen wir hauptsächlich spielen sollen. Das könnt ihr mir alles sehr gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ich würde mal sagen, wir starten rein mit Spielern, die wir vielleicht verkaufen könnten. Da gäbe es nämlich unter anderem sehr viele Spieler, die über 30 sind. Unter anderem Franck Ribéry, Xabi Alonso. Daneben haben wir natürlich auch noch Philipp Lahm, Rafinha, Tom Starke und Ian Robben. Also insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spieler über 30. Also das ist, denke ich mal, die vielleicht größte Quote von allen Vereinen in der Bundesliga. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber ich hatte, glaube ich, letztens mal was bei Transfermarkt gelesen. Also auf jeden Fall schon einige Spieler über 30 bzw. genau 30 Jahre alt. Jetzt ist die Frage, wollen wir wirklich alle von denen verkaufen? Gut, Tom Starke als dritten Keeper kann man locker behalten. Rafinha hingegen würde ich gerne verkaufen. Ich weiß immer noch nicht, was der jetzt über die letzten Jahre beim FC Bayern München tut. Also, der ist so einer, der könnte bei so einem Mittelfeldclub in der Bundesliga spielen. Oder vielleicht bei einem etwas höheren Club, aber noch nicht beim FC Bayern. Also, der kommt auch wirklich nur zum Einsatz, wenn Philipp Lahm mal vielleicht im Zentrum spielt oder verletzt ist, krank ist, wie es jetzt beim letzten Spieltag der Fall war. Dementsprechend weiß ich nicht, warum wir immer noch Rafinha haben. Und ich finde auch vor allem, dass man jetzt mit Joshua Kimmich, der unter anderem jetzt auch in FIFA die Rechtsverteidigerposition hat, vielleicht den nächsten Nachfolger gefunden hat. Also der kann ja wirklich überall spielen, so wie Lahm auch im Zentrum, dazu noch in der Innenverteidigung. Der ist zweikampfstark, der ist schnell, der ist jung, vor allem 20 Jahre alt, beziehungsweise ich glaube in echt mittlerweile 21 Jahre alt. Ein guter Allrounder, würde ich mal sagen, den wir da in die Rechtsverteidigung stellen könnten, dann für die Zukunft in der Bayern-München-Karriere. Aber wenn wir dann Kimmich, sagen wir mal hier, als Rechtsverteidiger in Anführungszeichen verschwenden, ne, dann sieht das zentrale Mittelfeld wiederum nicht gerade krass aus. Also von der Besetzung her. Dann haben wir Thiago, Alonso, Vidal, Sanchez. Und wenn wir dann Kimmich jetzt komplett rausnehmen, dann vielleicht noch Martinez. Und wenn wir den dann wiederum von der Innenverteidigung ins Mittelfeld schieben, dann sieht die Innenverteidigung nicht gerade breit besetzt aus. Mit Hummels und Boateng. Und daneben gerade mal noch Holger Badstuber und eben gerade angesprochen Javi Martinez. Sowie auch David Alaba, der als halber Innenverteidiger, würde ich mal sagen, durchgeht. Also meine Frage ist an euch, von dieser alten Garde, Franck Ribéry, der schon 10 Jahre, müssen es jetzt sein, beim FC Bayern München spielt, bald sind es 10 Jahre, seit 10 Jahren spielt er beim FC Bayern München, sollen wir ihn tatsächlich verkaufen? Dazu kommt auch noch der Aspekt, in FIFA 17 komme ich mit nicht so vielen Spielern klar, beziehungsweise vor allem bei den Flügelspielern komme ich mit nicht gerade vielen langsamen Spielern klar. Also Ribéry hat mittlerweile in FIFA 17 nur noch, ja, 79 Sprintgeschwindigkeit und 85 Antritt. Also ich komme damit bisher nicht klar. Hingegen Douglas Costa mit seinem krassen Tempo, da bin ich bisher immer richtig gut klar gekommen. Oder zum Beispiel mit Raheem Sterling, Cristiano Ronaldo, Bale, wie sie nicht alle heißen. Mit solchen Spielern, muss ich sagen, komme ich bisher in der Demo, also in der Vollversion könnte das Ganze natürlich auch noch anders laufen. Mit solchen Spielern komme ich momentan deutlich besser klar als eben mit Franck Ribéry. Ian Robben, glaube ich, geht vom Tempo sogar noch deutlich besser. Müssen wir ganz kurz gucken, hier 88 Antritt, 87 Sprintgeschwindigkeit, geht, glaube ich, noch ordentlich fit. Aber Ribéry, der ist ja auch schon 33, also, ja okay, jetzt hier 32, in echt ist er 33. Also der wird jetzt keine großen Sprünge mehr machen in der Karriere. Gleiches gilt für Alonso, der mittlerweile 34 oder jetzt hier 33 ist. Der wird auch nur noch vom Rating her sinken. Und das Ganze, denke ich mal, auch sehr schnell. Vor allem eben, weil er 33 oder 34 ist. Gleiches gilt dann, wie gesagt, auch für Franck Ribéry. Die Frage ist, wen von denen allen sollen wir wirklich verkaufen? Sollen wir gar keinen verkaufen? Sollen wir Ribéry, Robben und Alonso verkaufen? Und natürlich auch noch Rafinha. Wie sieht es mit Lahm aus? Also Lahm, denke ich mal, brauche ich gar nicht zu diskutieren. Bayern-Legende, ganzes Leben lang beim FC Bayern gespielt, bis auf das eine Jahr, wo er beim VfB Stuttgart war. Ansonsten 31 Jahre alt, Bayern-Legende, wird hier auch seine Karriere beenden. Gibt's, denke ich mal, nicht viel zu diskutieren.
Dann ist die Frage, wenn wir Spieler verkaufen bzw. den Kader erweitern wollen, mit welchen Spielern machen wir das? Wie gesagt, wenn Kimmich als Beispiel in die Rechtsverteidigerposition kommt, dann haben wir die Wahl, Martinez nach vorne zu schieben ins zentrale Mittelfeld oder einen neuen zentralen Mittelfeldspieler zu verpflichten. Möglich wären zum Beispiel Namen wie, sagen wir mal, Toni Kroos, Marek Hamšík sind jetzt so die ersten, die mir einfallen würden. James Rodriguez, Isco wären eigentlich auch alles sehr interessante Namen für die Achter, beziehungsweise ich würde dann vielleicht auch auf eine halbe Zehnerposition gehen. Die Frage ist dann natürlich auch, welche Formation spielen wir? Generell, wo brauchen wir alles Verstärkung? Ich würde mal sagen, wenn Kimmich in die Rechtsverteidigung geht, vielleicht noch ein fürs zentrale Mittelfeld. Muss jetzt kein Weltklasse-Mann wie Vidal sein, aber schon ein Talent, was man aufbauen könnte. Dann Alaba, Bernat als Linksverteidigung geht ordentlich fit. Ein Backup-Stürmer würde ich auch noch gerne haben. Hinter Lewandowski und Thomas Müller. Die sind beide unglaublich Weltklasse als Duo, auch noch richtig genial. Aber dahinter gibt es halt gar nichts. Also wenn beide mal fehlen sollten, dann muss man vielleicht mit keiner Spitze spielen. So müsste das Ganze ungefähr funktionieren. Dann vielleicht mit 4 Flügelspielern. Mit Costa, Ribéry, Coman und Robben. Also mit Ribéry und Coco. Wenn die beiden mal fehlen sollten. Also da würde ich ganz gerne noch einen, ich würde mal sagen, so in Richtung 80er Backup-Stürmer verpflichten für Lewandowski und für Thomas Müller. Ansonsten können wir, wie gesagt, noch fürs zentrale Mittelfeld einen Mann verpflichten. Für die Außenposition, wie gesagt, wenn wir Ribéry oder Robben oder beide vielleicht sogar oder gar keinen. Trotzdem denke ich mal, müssen wir irgendwie für die Zukunft mal gucken, für die Flügel, Versprecher, Verbrecher. Denn, wie gesagt, Ribéry, Robben, die werden vielleicht noch ein Jahr haben in der Karriere, dann werden sie auch gar nicht mehr zu gebrauchen sein. Dementsprechend bleiben da nur noch Costa und Coman. Können wir zwar beide Stamm spielen lassen, aber dann haben wir wiederum dahinter gar nichts. Deswegen für die Flügel, Backup-Stürmer. Eigentlich könnt ihr für jede Position bis auf für die beiden Außenverteidigerpositionen und den Torwart Vorschläge machen, welche Spieler wir letztendlich verpflichten sollen. Und eine weitere Frage, die sich noch stellt, Badstuber behalten oder verkaufen? Da bin ich mir, um ehrlich zu sein, nicht so sicher. 26, in echt ist er unglaublich verletzungsanfällig. Gleiches gilt dann wiederum natürlich auch in echt für Ribéry oder Robben. Mittlerweile ist auch Costa einer, der ziemlich verletzungsanfällig ist, aber er hat diese Eigenschaft hier in FIFA nicht. Finde ich auch ganz ehrlich besser, als dass er hier wie Robben oder wie Franck Ribéry verletzungsanfällig als Eigenschaft hätte. Dieser Badstuber könnten wir eigentlich behalten, aber könnten wir natürlich auch verkaufen. Und vielleicht Niklas Süle holen dafür, also das wäre auf jeden Fall möglich. Oder irgendein anderes Talent für die Innenverteidigung, was wir dann aufbauen könnten, wie Varane, Koulibaly oder so. Waren alles Namen, die in echt mit Bayern in Verbindung gebracht wurden. Ansonsten geht es natürlich auch noch so um die Formation, denn wie man schon sehen kann, wir haben hier erstmal eine Weltklasse-Mannschaft, aber dann noch in der Reserve bzw. auf der Bank Namen wie Robben, Martinez, Vidal, Sanchez, Coman, Kimmich, die wollen natürlich alle spielen. Jetzt ist die Frage, spielen wir mit Viererkette oder mit Dreierkette? Unter Guardiola war es ja ziemlich willkommen, auch mal die Dreierkette auszuprobieren. Da könnten wir unter anderem, hatte ich mir jetzt überlegt, folgendes spielen. Wir könnten Hummels, Boateng und daneben auch noch, wo haben wir ihn denn hier? Hummels würde ich danach ganz vorne stellen. Dann würde ich Alaba gerne hier noch in die Dreierkette mit reintun. Lahm als Sechser, davor haben wir dann Vidal und Thiago, rechts dann Costa oder Ribéry, dann links. Und wie man das Ganze macht mit den Flügelspielern, müssen wir dann noch gucken. Und vorne dann eben Lewandowski und Müller und da können wir halt noch durchrotieren, müssen noch einen dritten Innenverteidigermann finden, könnten dann als Beispiel hier dann Martinez, Badstuber und die dritte Kraft, die wir da finden für die Innenverteidigung. Dann auf die 6 vielleicht ein Kimmich, davor dann Sanchez und Alonso oder Alonso auf die 6 und davor dann Sanchez und Kimmich. Dann haben wir hier vorne, gut, dann haben wir da vorne 2 Leute, vielleicht spielt Lewandowski oder Müller dann neben auch noch neben unserem Backup-Stürmer. Links und rechts würden dann halt Coman und Costa spielen oder Coman und Ribéry, Coman und Robben. Wie man das Ganze jetzt gerne haben möchte, wie man das Ganze drehen möchte, so könnte man das Ganze spielen. Andererseits könnten wir auch auf eine Viererkette gehen, so ein 4-3-3 als Beispiel mit Vidal auf der 6. Dann haben wir davor Thiago, Costa, da würde ich eigentlich sogar ganz gerne einen Müller noch hinstellen. Dann könnten wir sogar was ganz anderes ausprobieren von der Viererkette her. Nämlich wir könnten, wo haben wir es denn hier, ein 4-1-4-1 spielen, das war ja auch unter Guardiola. Ganz blieb so ein 4-1-4-1, nicht 4-4-1-1 zu spielen. Dann hätten wir hier so einen etwas weiter nach vorne orientierteren Zehner. Dann hätten wir hier eben Thiago, der etwas defensiver orientiert ist. Dann Vidal auf der 6. Dann haben wir, wie gesagt, hier nicht Ribéry, sondern da haben wir Thomas Müller. Und so würde das Ganze dann aussehen. So könnten wir das Ganze natürlich auch machen. Alonso, wie gesagt, ich glaube in echt, so wie auch jetzt hier in der Karriere, denke ich mal, würde er jetzt nicht jedes Spiel 90 Minuten spielen. So sieht das Ganze, denke ich mal, auch in echt aus.
Der wird, denke ich mal, im Kimmich oder Sanchez jetzt keine wirklichen Steine in den Weg stellen wollen. Dementsprechend, ihr könnt mir, wie gesagt, alles gerne unten in die Kommentare schreiben, wie wir das Ganze machen sollen. Ich sortiere das Ganze hier nochmal so ein bisschen, dass wir das Ganze auch richtig haben. Alaba links, Lahm rechts, Innenverteidigung, Boateng, Hummels. Also das sollte, denke ich mal, ganz klar sein. Wie lange ich die Karriere machen werde, ich denke mal, über 2 Saisons werde ich das Ganze durchziehen. Aber mehr als 2 Seasons wird es dann auch nicht von mir geben. Also 2 Seasons gebe ich mir einfach mal selber Zeit, um wirklich das Triple zu gewinnen. Was natürlich das letztendliche Ziel dieses Karrieremodus sein wird. Und ansonsten, denke ich mal, war es das mit dieser 0. Folge oder dieser kleinen Preview zum FC Bayern München Karrieremodus. Wenn ihr Bock auf diese Karriere habt, dann könnt ihr natürlich sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich freuen, wenn wir, sagen wir mal, 300 Leute finden. 300 Leute an der Zahl, die wirklich Bock haben auf diesen FC Bayern München Karrieremodus zu FIFA 17. Schreibt mir gerne eure Vorschläge für Transfers, Verkäufe, Formationen etc. etc. in die Kommentare und vielleicht auch begründen. Also nicht nur, hör Ribéry nicht verkaufe, nimm mir mal bitte. Nein, also wenn ihr dann schreibt, Ribéry nicht verkaufen, dann würde mich auch interessieren, warum. Weil nur so eine stumpfe Antwort, meine Fresse, ich kann irgendwie nicht reden, nur so eine stumpfe Antwort wie Ribéry nicht verkaufen, bringt mir ja gar nichts. Dann weiß ich ja gar nicht, warum ihr das wollt. Vielleicht schreibt ihr es einfach nur, weil ihr Ribéry mögt. Dann könnt ihr auch schreiben, ja, nicht verkaufen, weil ich ihn mag, aber dann bringt das Ganze auch nicht wirklich viel ein. Also vielleicht schreiben von wegen Ribéry, Bayern-Legende etc. etc. Also so würde ich mir das Ganze vorstellen, wenn ihr eben eure Meinung dazu abgibt und vielleicht auch, warum ihr folgende Formation unbedingt sehen wollt in der Bayern-Karriere. Aber wie gesagt, ich denke mal, das solltet ihr selber wissen, dass ihr das Ganze konstruktiv und so weiter halten solltet. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich. Wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Hoffe, euch hat 10 Minuten, 11 Minuten, 12 Minuten Gelaber von mir einfach gefallen. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall beim Start der Bayern-Karriere zu FIFA 17 am 22.09. wieder. Bis dann, haut rein und ciao.